Warum stehen wir hier zusammen? Ja, weil diese Werkstatt oder dieses Leben gar nicht alleine geht. So haben wir eigentlich diese 40 Jahre, die wir jetzt hier die Werkstatt führen, immer sehr alles gut gemeistert. Du hattest immer schon eine kleine Werkstatt im Keller. Das war noch zur Schülerzeit. Und dann habe ich schließlich nach meiner Schule eine Schreinerlehre gemacht. In dieser Werkstatt gab es eine Drehbank, eine echte große Drehbank. Und das war genau dasselbe Modell, an der ich heute bei mir hier stehe. Und so bin ich auch auf die Fährte gekommen nach Hildesheim, wo der Drechsler Papst war. Dann sind wir nach Lübeck gekommen. 4 Jahre später habe ich dann doch den Sprung gewagt in die Selbstständigkeit. Das war zwar immer mein Traum, aber ich hatte doch sehr viel Schiss. Und als dann die Werkstatt aufgemacht hatte, habe ich natürlich gedacht, ich müsste Treppensprossen und Zulieferteile hier für Tischler und sonstige Werkstätten machen. Aber die Leute wollten von mir Kunsthandwerk haben. Es war eigentlich nur ein Traum. Diese Vision wurde wahr. Nach einem Jahr kamen die Türdrücker, was für uns eine wahnsinnig wichtige Schiene wurde. Und so haben sich immer wieder neben den Einzelstücken Kleinserien und Dinge entwickelt. Und ich habe mich sehr schnell mit in die Werkstatt gestellt, ja, weil ich sonst meinen lieben Mann nie gesehen hätte. Schön, aber nützlich. Das ist meine Devise, das ist mein Slogan. Zum Beispiel mein nachhaltiges Salzfass mit dem Milchdeckelverschluss aus dem Tetrapack, wo ich einfach nicht verstehen konnte, dass wir die so schnell immer wegwerfen sollen. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen, diese kleinen frischen Feigen als Salzfässer zu bauen. Das war ein Kundenwunsch, mach mir einen Hocker. Dann bin ich zu dieser Konstruktion gekommen. Es ist eine stumpfe Verbindung, die eigentlich wie ein Kartenhaus zusammenfallen würde. Aber dann schräge Schnitte mit der Kreissäge und die ausfüllen mit einer Feder aus einem anderen Holz. Eine ganz hochstabile Eckverbindung. Hier haben wir eine wunderbare Ästhetik, aber funktional. Auf der schiefen Ebene fallen die Bücher hinein. Und das macht mir immer viel Spaß, so etwas herauszutüfteln. Weitermachen. Ich bin ein Auslaufmodell, eindeutig. Aber weitermachen. Weitermachen ist, ich kann nicht stillstehen.